Norbert Schramm ist Stargast und als Moderator quasi der Einpeitscher. Und die Eiskunstlauflegende hat auch eine Solonummer in Platinum. Zu unserer großen Jubiläumshow Platinum. Eine Zeitreise durch das erfolgreichste Eis-Entertainment der Welt. Fast 330 Millionen Zuschauer haben bislang eine Holiday-on-Ice-Show besucht. Und Norbert Schramm absolviert heuer auf der gesamten Tournee rund 130 Vorstellungen. Ja, es geht schon noch. Also ich bin auch froh, dass es so gut noch funktioniert. Es macht auch richtig Spaß, wieder die Schlittschuhe anzuhaben und auf Tournee zu sein. Aber natürlich für die, sagen wir mal, die großen spektakulären Sprünge, dafür haben wir die jungen Läufer und das ist auch gut so. Zum Beispiel diese beiden Russen Daria Perminova und Evgeny Beljanin. Das Adagio-Paar glänzt mit Hebefiguren auf höchstem Niveau. Seit 6 Jahren sind sie bei Holiday on Ice und es ist für sie immer noch eine große Ehre. Of course, yeah, I'd like to, and ja klar, ich liebe meinen Job und ich will immer 100% geben, sodass das Publikum unser Eislaufen genießen kann. Es hält mich einfach jung. Wie wenn man eingefroren wäre. Jedes Jahr unterwegs mit neuen Leuten ist toll. Wir waren auch schon 4-5 Mal in München und freuen uns wieder drauf. Über 100 Mitarbeiter zählt Platinum vor und hinter den Kulissen. Allein 20 Techniker sorgen jeden Abend für einen möglichst reibungslosen Ablauf mit einer Menge Material. 26 Tonnen. Da sind 160 Scheinwerfer, also bewegliches Licht, Moving Lights, wenn Ihnen das was sagt. 7000 Meter Kabel, um das zu verbinden. Wir haben 6 Projektoren zum Beispiel, die 4 auf der Eisfläche projizieren, 2 auf die Leinwand hinten. Seit über 4 Jahrzehnten ist die Eisrevue eine feste Größe im Kalender des Münchner Olympiaparks. Und das soll auch die nächsten Jahre so bleiben. Holiday on Ice ist unsere, ich sag mal in Anführungszeichen, dienstälteste Veranstaltung, die wir haben. Das war ja das erste Mal kurz nach den Spielen 72. Und gewisse Traditionen sollte man doch wahren. Und da gehört Holiday on Ice auch mit dazu. Und gerade der Zeitraum Anfang Februar ist eigentlich ideal. Da haben die Leute Zeit, denken noch an Winter, da ist noch nicht das Frühjahr da. Infolgedessen, wir wollen es gerne und da sind wir uns auch mit Stage als eigentlich im geistigen Vater von Holiday on Ice einig, dass wir es langfristig halten und machen wollen und es zählt sicher zu den festen Höhepunkten, die wir im Jahr immer in der Olympiahalle haben. Nun also die Show Platinum vom 7. bis 15. Februar in der Olympiahalle München.